Ob's warm ist, habe ich gefragt. Tag, Freunde des Klimawandels. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Hydration. Nun, die anhaltende Hitzewelle, die geht nicht nur auf uns wohlbekannte Drüsen des Körpers. Du stinkst nach Pferd. Sondern auch in den Köpfen mancher Menschen könnte die Wärme dafür sorgen, dass ich gewisse Spannungsgefüge entladen. Vielleicht sollte es besser sein, ab Temperaturen von 35 Grad Twitter einfach abzuschalten. ASMR Janina tweetet: Ich habe heute ein sehr besonderes Kompliment von meiner Frauenärztin bekommen. Sie meinte, ich hätte einen wunderschönen Intimbereich. Och Junge, komm. Hab einfach nur sie bestimmt auch gesagt. Schleck, moja. Als ob dir das so gesagt wird. Und dann tweetet die das auch. Die tweetet das! Und dann kam der Arzthelfer und hat gefragt, warum da Stroh liegt. Kleiner süßer Po. Klingt halt auch tatsächlich wie der Anfang von irgendeinem bescheuerten Trash-Porno. Ne, im Ernst, mein Urologe hat auch letztens zu mir gesagt: Heftiger Apparat, Bro. Und ich so: Bro, Spiegel. Wenn ich jetzt ein Horrorgame spiele, sag ich euch, es wird nicht mal halb so gruselig wie die Vorstellung um diesen ganzen Tweet. Aber vielleicht werden wir diesmal wieder eines Besseren belehrt. Ich möchte heute unbedingt gerne mal in Alone reinschauen. Ein kleines, aber feines RPG-Horrorgame, wo ich schon sehr viel Positives drüber gehört habe. Soll ein ziemlich cooles und interessantes Konzept haben und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir kommen nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag nach Hause und sind vielleicht doch nicht ganz so allein, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich riesig über eine Bewertung freuen, wenn ihr die Zeit überbringen könnt. Let's go! Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und definitiv aufgeregt, was uns erwarten wird. Ah, der sieht halt gerade auch echt so aus, wie ich mich fühle, ne? Urlaubsreif. Vielleicht ist er auch einfach eventuell ein bisschen horny. Wer weiß das schon. Ermüdender Tag. Wie immer. Same, Mann. Mein Name ist Yong Chul. Ich habe das wahrscheinlich gerade absolut geschlachtet. Tut mir leid, ich bin ein zurückgebliebener Hinterwäldler. Verurteilt mich gern persönlich für mein Versagen. Wir einigen uns auf Yong Chul, das kriege ich gerade so hin. 28 Jahre alt zumindest. Ah, glücklich, dass ich gerade eine Freundin gefunden habe. Oh, Yong Chul, du Bestie. Ein Firmenfrischling mit dem Namen Yuna, nachdem ich sie ein paar Monate gedatet habe. Also, sie ist nicht die Erste. Oh nein. Yong Chul ist ausgenudelt. Die, davor hat mir ziemlich viele Probleme bereitet. Wir sprechen nicht über die Ex, Yong Chul. Naja, jedenfalls ist sie die Süßeste. Ich bin so glücklich, sie als Freundin zu haben. Oh. Ich arbeite an einem ziemlich wichtigen Projekt in letzter Zeit und mache seit Wochen Überstunden, sogar Nachtschichten. Okay, und sogar Hausarbeit. Also hat er sehr, sehr wenig Zeit für sie, schätze ich einfach mal. Dieses wichtige Date, was wir eigentlich vorhatten, musste ich leider absagen. Ich wollte da unbedingt mit ihr hin. Aber warum musste das gerade heute sein? Ach Mann, ich bin so ein schlechter Freund für sie. Sie sollte sehr, sehr traurig sein, denke ich mal. Okay, ich rufe sie an. Ich hoffe, wir kriegen ein langes Gespräch. Yikes, Dude. Okay, da sind wir. Home. Noch Sweet Home. Hust, hust. Was ist das? Wo kommt dieser Gestank her? Das ist ja nicht auszuhalten. Oh nein. Guck in die Gefriertruhe, Alter. Sie hat deinen Hund dort verscharrt. Oder irgendwas, was dir ganz doll am Herzen liegt. Vielleicht war es auch nur deine PlayStation 5. Ja, das kommt von irgendwo aus dem Haus. Ah, lass mich raten. Ich weiß, woher es kommt. Ich kann aber nichts sehen. Dann kann ich hier auch nichts lösen. Ich brauche ein bisschen Licht. Yong Chul, du hast deine Prioritätenliste zum Glück komplett im Griff. Okay. Ja, alles klar. Ich hab's verstanden. Danke fürs Tutorial. Z, um zu investigieren. Ah, schön. Die Lichtschalteranleitung. Oh. Was zum... Warum sieht die Lichter aus? Warum die Horror-Game-Leute auch immer in verfluchten Häusern wohnen, ist mir schleierhaft. Geht doch einfach mal in eine normale Wohnung. Das könnte vielleicht einige Probleme lösen. Vielleicht ist der Schalter kaputt. Okay, lass es mich nochmal versuchen. Ja. Oh, wow, der slidet übelst über den Boden. Oh, geiler Typ, Alter. Der hat's raus. Ich möchte sein wie Yong Chul. Nein, möchte ich nicht. Ich stehe nicht auf Nachtschichten. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe gestern abgewaschen. Also, das ist auf jeden Fall sauber. Vielleicht sollte ich...
Wegwerfteller das nächste Mal benutzen. Wieso? Du hast es doch im Griff, Alter. Nein, nein, mach's aus. Dankeschön. Der ist fast leer, der Kühlschrank. Ach, richtig. Ich wollte doch einkaufen gehen. Young Chul, hast vielleicht doch einiges nicht im Griff. Ih, was ist denn da? What? Warte mal, Lichtschalter. Ah ja. Warum raucht das, Digga? Oh. Das angetrocknete Essen und der Teller sind eins geworden. Warum qualmt denn das? Was ist denn da los? Die Instant-Spaghetti von vor 2 Tagen. Ach, die stinken hier. Hust, hust. Worte können diesen Gestank nicht beschreiben. Alles klar. Ich sollte mich darum kümmern. Und solltest du. Ih. Wo hast du das jetzt reingemacht? Okay, schnell zum Waschbecken. Okay, Dirty Blade in the Sink. Nice. Und nun? Warte mal. Young Chul, wir kriegen das hin. Wie war der nächste Schritt? Wow, du bist ein Genie, Alter. Bin immer beeindruckter von dir. Hey, das Sounddesign ist geil. Okay. Ich habe den dreckigen Teller abgewaschen. Jetzt ist er wie neu. Oh, wow. Wer hätte es gedacht? Abwaschen, das ist echt. Also, das bringt schon was, oder? Wenn der Teller schmutzig ist. Ach, okay. Ich sollte mir diese Art von Arbeiten für später aufheben. Ja, du solltest deinen fucking Girlfriend anrufen, Digga. Und retten, was zu retten ist, Mann. Ach, da stinkt's auch! Warum ist der Lichtschalter hier hinten? Iiii! Das ist auch ein höchstes Spinnenweben da oben in der Ecke. Und da ist irgendwie so eine. Da unten ist so eine, wie so eine Falltür oder so ein Gatter. Ich kann nichts sehen. Von hier. Ach so, ach wow. Ja, vielleicht holst du dir keine 2,50 Meter große Waschtrommel. Oh nein. Hier kommt der Gestank her. Ach so. Ich habe die Tür offen gelassen. Hä, was ist das denn noch, eine Waschmaschine? Ah, ist es voll mit Wäsche? Was? Ich habe keine Gelegenheit gehabt. Ach so, weil er jetzt... Er kommt jetzt erst quasi nach Hause? War der ein paar Tage... War der die ganze Zeit auf Arbeit, Digga? Ihhh. Aber ist das jetzt gewaschen oder nicht? Warum... Wirf das doch einfach an, oder ist es der Wäschekorb? Was soll ich tun? Wie wär's mit waschen? Danke an die Nachtschichten. Ey, Digga, komm. Oh Gott, ich weiß, warum deine Freundin will. Der ist vollkommen hilflos als Single. Ich mach das am Wochenende? Geiler Typ. Tür zu, Problem erledigt. Ah, nice. Okay, das reduziert vielleicht den Gestank, wenn ich die Tür schließe. Ich dachte, ich kann mich zu Hause ein bisschen ausruhen, aber es gibt hier so viel zu tun. Willkommen im realen Leben, Alter. Okay, jetzt kann ich mich ausruhen. Jetzt kann ich an den Computer und, okay, sie reden über Zoom oder so. Skype, was auch immer. Discord halt. Oder was machen die Kids heutzutage? Ich weiß nicht, ich bin ein alter Sack. Das ist nicht der Computerraum, aber ich bin froh, das Badezimmer gefunden zu haben. Warum ist die Wanne eingelassen? Okay, ich kann mich nicht erinnern, wie viele Tage das Wasser da schon drin ist. Das ist blockiert. Okay. Ich mach das am Wochenende. Was für Wochenende, Alter. Wir müssen uns das merken. Das hat alles mit allem was zu tun. Wir müssen uns hier bestimmt noch irgendwie zu helfen wissen. Das Bett, Alter. Das sieht irgendwie... Das sieht aus wie geschmolzener Käse da drauf. Gut, ich setz mich mal an den PC. So geht ja die Story immerhin weiter. Let's see. Ich bin gespannt, ich bin voll drinne, Alter. Ist Yuna online? Hast du eigentlich was von Telefon gehört, Mann? Sie ist offline. Okay, aber sie schläft noch nicht. Weird. Das, geil, das ist so geil animiert. Ich finde das übelst cool gemacht. Okay, aber sein Telefon ist kaputt. Ach so. Er hat keine Zeit, es zu reparieren. Ach, Digga. Nichts, was ich tun kann. Okay. Oh, er schaut sich die Nachrichten an, dann will er schlafen. Let's see. Gotta get some sleep. Today's night shift was so tough. Dark Flame Master, Alter. NTR Master. Sepia, where are you? Nothing beats Midnight Pizza. Words for liked friends. Okay, irgendwie was Interessantes aber auch. Oder abonnierst du nur hier die übelsten Weeps?
Okay, es gibt noch mehr Leute, die Nachtschicht haben. Nein, sagt bloß. Symphony hat etwas geschrieben. Ich könnte es liken, aber ich bin so schüchtern. Wer ist Symphony? Ich kenne nur Harmony. Wait, wer ist Symphony? Wow, Midnight Pizza is just the greatest. Okay. Vielleicht sollte ich auch was bestellen. Was zum... Right. Das ist Yuna. Okay, Madness. At Love Forever. Oh, no. Warum hat sie mit mir Kontakt aufgenommen? Anyone every day, hell? Sie schreibt mir Nachrichten. Ist das irgendwie gerade wichtig? Wir müssen schlafen, es ist schon 4 Uhr. Das ist von irgendwann später. Okay, dann lass uns morgen reden. Ja, ja, gute Nacht, Honey. Wo warst du? Ich hab dich gesucht, hat sie heute geschrieben. Tipp, tipp, klick. Honig, was ist passiert? Du bist gerade nach Hause gekommen, ha? Ja, tut mir leid, dass ich nicht mit dir rausgehen konnte. Ich hab mir Sorgen gemacht, hab an deine Tür geknopft. Ich hab das nicht gewusst. Was? Warum hat sie... Sie hat so vorher noch nie geredet. Das ist irgendwie merkwürdig. Hä, was denn? Die macht sich voll Sorgen. Das ist irgendwie voll süß. Die ist jetzt irgendwie nicht mega sauer. Wovon redest du? Wir sind zur gleichen Zeit nach Hause gekommen, du weißt. Hä, wie jetzt? Ich komme jetzt schon gerade nicht mehr mit. Ah, das ist schade. Wir uns mehr Zeit lassen sollen. Was? Du bist nicht Yuna. Wer bist du? Oh Gott. Schreibt sie? Rate, wer das ist. Wir werden uns schon bald treffen. Oh nein, die verrückte Ex. Okay. Vielleicht auch nicht okay. Was bedeutet das? Ist irgendwas mit Yuna passiert? Okay. Wahrscheinlich nicht. Das hat mir Angst gemacht. Ja, nicht nur dir, mein Freund. Ist es ein Stromausfall? Hä? Das Telefon klingelt. Es ist nur ein Telefonanruf, aber an dieser Tageszeit? Beziehungsweise Nachtzeit. Is this what that contact is? Ruft dieser jemand gerade an? Ich kann nicht sehen. Okay, ich muss langsam gehen. Ah, wenn es dunkel ist, geht er nur langsam. Okay, das ist eine Mechanik, die wir uns vielleicht merken sollten für später. Er ist im linken Zimmer, das Telefon. From the sink? Ach, links vom Waschbecken. Also quasi, also hier. Ja. Dankeschön, Alter. Das war ja eine creepy Beschreibung. Hallo? Ja, könnte ich bei Ihnen auch Pizza bestellen, bitte? Hi? Wer bist du? Ich bin's. Ist schon eine Weile her. Du erinnerst dich an mich, richtig? Du. Du bist der Imposter! Ah, okay. Was? Wie bist du an meine Telefonnummer gekommen? Ist das wichtig? Warum genießen wir nicht unsere Wiederzusammenkunft? Warum sagst du das mit deiner verstellten Stimme? Sag nichts Dummes. Beantworte einfach meine Fragen oder ich rufe die Polizei an. Hä? Warum bist du so wütend? Vielleicht wegen der Telefonnummer? Wow, Jungchul. Ist echt nicht der Schlagfertigste. Die kennt meine Adresse, das war's gerade. Was? Du. Woher weißt du, wo ich lebe? Warum sollte ich das nicht wissen? Du hast es mir gesagt. Ich hab's dir gesagt? Du erkennst mich nicht, richtig? Ah, ich habe gute Neuigkeiten und schlechte. Was möchtest du zuerst hören? Kann ich wählen? Okay, sag's mir einfach. Ach, langweilig, okay. Die schlechte Nachricht zuerst. 512 Alexandros Road. Du weißt, wo das ist, richtig? Was? Das ist... Wo Yuna lebt, habe ich mir gedacht gerade. Du, das kann nicht sein. Oh, ist das Käse? Ich mag's. Ah. Sag etwas.
Senior, was? Juna? Juna, bist du das? Juna! Ach so, sag jetzt, was hat sie zu ihr gesagt? Senior, please stop it! Diese Schlampe! Wann hab ich dir gesagt, dass du sagen kannst, hilf mir? Sorry? Bitte? Helfen Sie mir? Ich möchte nicht sterben. Du hörst einfach nicht zu, sogar am Ende. What? Das war ein Bitch-Slap, Alter, oder war das ein Schuss? Sterb! Das ist Gulasch. Nein! Mach das nicht! Sterb! Hilfe! Ach, die ist dort, die kann doch um Hilfe rufen! Digga, die ist gehacktes! Hör auf! Stop it, you motherfucker! Ja, lass mich sehen. Hallo? Bist du am Leben? Der ist völlig verstört. Sie ist tot, oder? Ich weiß gar nicht, wer spricht. Die Farben sind halt so komisch. Also, jetzt ist es er. Psychopathen, Mörder, Abschaum. Ich bring dich jetzt um. Oh ja, so ist es richtig. Ein bisschen zu energisch. Aber du hast es raus. Und jetzt die zweite, die guten Neuigkeiten. Jetzt ist es sie wieder. Ich komme jetzt gleich zu dir, in dein Haus. Was? Aber ich habe gar nicht eingekauft. Glaubst du wirklich, dass mir das Angst macht? Ich töte dich auch selber. Nein, ich töte dich. Nein, ich töte dich. Nein, ich töte dich zuerst. Nein, meine Mama hat gesagt, kann dich töten. Oh, so beängstigend. Ich habe ja so Angst. Naja, lehn dich zurück. Es wird nichts besser, wenn du wütend bist. Okay. Beleidigen sie sich jetzt noch ein bisschen? Okay, er bedroht sie halt. Und sie ihn ja im Endeffekt auch. Wovon redest du? Ich bin kein Idiot. Ich habe schon ein bisschen meine Hausaufgaben erledigt. Ich habe sichergestellt, dass der Strom dort ausfällt. Ah. Und guck dir mal den Türknauf an. Oh nein. Du. Wer bist du? Warum tust du mir das an? Und Juna. Stimmt, Juna gab's ja auch noch. Okay, du solltest raten, wer ich bin, bevor ich dort ankomme. Das sollte Spaß machen. Wie in diesen Mystery Fictions. Bastard, du! Danke für das Kompliment. Oh, ist das käsig. Nein, stop it. Oh, das ist wirklich schlimm, ey. Okay, jetzt ist Zeit für mich aufzubrechen. Wie werde ich dich wohl umbringen? Deinen Magen rausreißen und deine Gedärme danach? Deine Fingers abschneiden, die Würstchen, Fingers vor allem. Oder ich sage dich einfach wie sie. So dumm, Alter. Ich sollte dringend meinen Freundeskreis überprüfen. Vielleicht muss ich gerade Leute auf Facebook blockieren oder so. Verdammter Freak! Ich brauche zuerst Hilfe. Okay, ich mache mir über das andere danach Gedanken. Ich würde mir den Türknauf angucken. Mach das schon. Was ist damit? Sag's mir. Funktioniert das? Ich kann nicht raus, ne? Ah, es öffnet sich nicht. Sie hat mich quasi eingesperrt. Das ist doch die verrückte Ex, ne? Work done. Okay, ja. Tja. Yongchul? War jetzt vielleicht doch keine so gute Idee, in den 26. Stockwerk dieses Gebäudes zu ziehen. Ja, die Polizei. Ich kann die Polizei anrufen. Das Telefon funktioniert mit der eigenen Batterie. Wie hoch sind eigentlich die Chancen, dass dein dummes Handy gerade in diesem Moment kaputt ist? Warum funktioniert das nicht? Bitte funktionier, bitte. Warum? Könnte es sein, dass... Die Telefonline. Sie wurde abgeschnitten von draußen. Wie denn? Mit einer Schere wahrscheinlich, Yongchul. Check the doorknob. Nein, das kann nicht sein. Warum passiert das mit mir?
Yuna? Sie ist vor mir. Warum? Ich konnte sie nicht beschützen. Ich konnte nicht. Vor meinen Augen. Weil sie mich getroffen hat? Aber wie könnte ich... I don't wanna die, why me? We couldn't save Yuna. Krass. Okay. Darf ich jetzt was spielen, Alter? Oder ist das hier Monolog the Game? Ich meine, ich hab nichts dagegen. Ich finde es mega witzig. Ha. Ha. Relax. Relax? Mach eine Meditation an, Digga. Ich hab immer noch Zeit. Ja, alles ist okay. Klar, it's fine. It's fine. Okay, ich muss mich jetzt, wahrscheinlich geht's in dem Spiel drum, mich jetzt vorzubereiten, oder? Relax. Ich muss einen Weg finden, dieser Verrückten zu entkommen. Aber wo fange ich an? Warum tut mir dieser Typ was an? Ich denke, das ist ein Typ, ne? Ich weiß es nicht. Oder ist das vielleicht ihr Ex-Freund? Ich habe keine Ahnung. I should be cold, especially at these times. Wenn der Killer meine Telefonnummer kennt. Okay, das heißt, er glaubt, ja, dass der Killer ihm vertraut ist, wenn er seine ganzen Daten kennt. Vielleicht Klassenkameraden, Mitarbeiter, Cousins, Alter. Ich hab Cousin, der ist dumm, der macht das. Sorry, ich konnte das nicht erkennen wegen dieser Stimmenverzerrung. Ich glaube, das ist eine Sie. Ich glaube, das ist deine Ex, Mann. Checkst das nur nicht. Ich weiß nicht, wie er meinen Tür blockiert hat und das Telefon. Vielleicht hat er Hilfe. Ich weiß nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Okay, ich sollte mich bewegen. Das ist besser, als hier zu stehen und nur nachzudenken. Ich sollte Hinweise finden über diesen Psycho. Ich habe immer noch ein bisschen Zeit, bevor der zurückkommt. Ich sollte so viele Informationen sammeln, wie ich kann, und dann bin ich vorbereitet. Hilfe! Ich muss es haben, um mich selbst zu verteidigen. Mich für die schlimmste Situation vorbereiten. Die Situation ist schon die schlimmste. Ich meine, ich kann nicht sehen, es ist so dunkel. War da eine Kerze? Ah, okay. Ich habe eine Kerze gefunden. Das brauche ich. Okay, ist kein Feuerzeug oder Streichholz. Wie mache ich das an? Also ich habe eine Kerze, richtig? Feuer, 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 Feuer. Oh, am Gasherd. Okay. Puh, jetzt ist heller. Ich weiß nicht, wann der Strom wieder angehen wird, aber also ich sollte mich drauf verlassen. Irgendwer, der mir nahe steht. Ich sollte mit meinen Klassenkameraden anfangen. Graduation-Album, also sein Abschluss-Fotoalbum-Dings. Ja, was sagt ihr das denn aber? Okay, ich habe rot Stamina und decreases when you search. If your stamina goes to zero, timer will be decreased by 3 minutes. Ich habe eine bestimmte Zeit, bevor die kommt. Wirklich? Oh mein Gott, das ist ja fast wie Haus oder so. Okay, die Stamina verbraucht sich, während ich suche. Das heißt, ich muss effizient sein. Mein Stamina auf 0, dann kriege ich 2-3 Minuten weniger. Wie viel habe ich denn insgesamt? Das weiß ich nicht. Wenn ich dunkle Räume betrete, dann wird meine Sanity weniger. Okay, und wenn ich falsche Optionen wähle. Wenn die Sanity auf 0 geht, wird der Timer auch um 3 Minuten verringert. Oh, ich kann das wieder herstellen. By being in a room with temporary regains power after 8 seconds. By being in a room. In irgendeinem Raum. Wie jetzt? In irgendeinem? In einem speziellen? Keine Ahnung. Recover stamina with items you find or using rest item. Okay. Ich habe ein bestimmtes Item, was das kann. Und ja. Alles klar. Finde heraus, wer der Killer ist. Und dann versteck dich. In 8 Minuten. Oh! Oh, okay. Right. Ich habe 8 Minuten Zeit. Alles klar, insgesamt. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Sanity geht runter. Ich habe doch aber die Kerze. Kann ich hier irgendwie irgendwas machen? Nee, ne? Verdammt nochmal. Ach du Scheiße. Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich suchen soll, Mann. Ich meine, hier vielleicht? Das ist vielleicht das Graduation-Album. Search kostet 7 Stamina.
Ach, so funktioniert das Game. Das ist interessant. Kein Graduation-Album. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, verdammt nochmal. Und hier? Weiß nicht. Might be a Graduation-Album in diesem Chaos. 5. Ist wahrscheinlich nicht da, ne? Oh, warum ist das da? Es ist da. Okay. Okay, ich habe mich immer schon gefragt, was meine Klassenkameraden machen. Kann es eine von denen sein? Okay, lass mich das herausfinden. Juno, Jun, Taeyun, Beom. Okay, die sehen alle nicht verdächtig aus. Entscheidest du das nach Nasen oder was? Juna, Sung, Tae, Kyung. Okay, nein, die können mich alle ganz gut leiden. Also niemand hat was gegen mich. Ich hatte gute Beziehungen mit meinen Freunden in der Mittelschule, in der Highschool. Könnte das vielleicht für meine Elementary School Klassenkameraden sein? Nein. Niemand würde so weit gehen. I could be the one to go that far since I had been bullied then. Oh! Er wurde damals gemobbt. Er könnte das sein. Aber meine Klassenkameraden sind unschuldig. Woher willst du denn das wissen? Das macht gar keinen Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer ist. Friends, Coworkers. Friends. Ich nehme mal Friends. Nein, ich habe keine Freunde. Reiß die zusammen. Mitarbeiter. Lol. Meine Sanity geht wieder hoch, oder was? Okay, dieser Killer kennt Yuna. Es könnte jemand meiner Coworker sein. Das macht ja auch Sinn, weil sie ja neu ist in der Firma. Das hat er ja zum Anfang gesagt, wo er in der Bahn stand. Telefonnummer meiner Coworkers. Das ist schlecht. Ich kann nicht mein Mobiltelefon benutzen, weil das kaputt ist. Oh ja, das ist ein Notebook. Da habe ich die ganzen Nummern aufgeschrieben. Wer zur Hölle macht sowas? Wo könnte das sein? Ach, Digga. Notebook, Digga. Nein, halt's Maul. Okay, wo könnte das Notebook sein? Ist das ein Hinweis? I don't know. Ach, keine Ahnung, Mann. Ist hier noch irgendwas drin? Notebook in the Wardrobe? Wahrscheinlich nicht. Nein, das war falsch. Das war eine Zeitverschwendung. Oh, found a Notebook! What? Okay. Als ich neu war in der Firma, musste ich meine Bosse und Mitarbeiter, also mich an sie erinnern. Ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Okay, lass uns das mal auschecken. Mitarbeiterseite. Ist das doof, Alter. Die Zeit läuft da oben ab, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, da ist es. Kango? Okay, der hat schlecht über mich geredet, als er betrunken war, gegenüber unserem Boss. Und dafür wurde er gefeuert. Juntek? Er wurde befördert vor 3 Monaten. Das ist 3 Monate her, seit wir miteinander gesprochen haben. Unwahrscheinlich. Jung Chang, dieser Typ, der redet nicht viel. Ich glaube, der hat nichts gegen mich. Oh, sind immer die Stillen besser. Yuna. Oh, hat er das geherzt? Diesen Eintrag? Alles das nur wegen mir. Aber wenn es nicht um mich wäre, dann könntest du jetzt glücklich sein. Tut mir leid. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so Schluss machen. Wie jetzt Schluss machen? Was? Break up? Broke up. Nein, das kann nicht sein. Wait, wurde die nicht gerade umgebracht? Was laberst du? Nein, das kann nicht sein. Nein, das ist deine Ex. Jetzt kommt da drauf. Sie hat viele Motive. The killer is... wie heißen die? Was weiß ich, wie die heißt? Oder ist sie das? Warte mal. Kyu Chang, Jeon, I don't know. Yuna? Oh, dude, ich hab keinen Plan. Mit Common Sense. Yuna ist tot. Ja, vielleicht hat die dich nur veralbert, Alter. Der Killer ist... Die anderen Namen waren doch die Mitarbeiter. Das ist die erste, wer war denn der Erste, der gefeuert ist? Sorry, ich kann mir die Namen nicht so richtig merken. Nein, Klassenkamerad. Okay, ich habe aber doch genug Sanity.
Ich kann das alles durchprobieren. Ja. Der Einzige, der das, dieses kranke Ding tun könnte, ist meine alte Freundin. So jung. Das wurde nie genannt, oder? Das Puzzle, das Rätsel ist gelöst. Dieser Redestil. Dieser abnormale, oh Gott, nein, dieser Neidfaktor. Okay, und sie hat was gegen mich. Wie sollte das sein? Ja, und jetzt? Und jetzt? Aber warum? Verdammt nochmal, warum muss sie das sein? Digga, das Spiel ist so bescheuert. Es tut mir leid. Was? Warum? Aber jemand hat nicht das Telefonkabel durchgeschnitten. Es ist jetzt wieder an. Der hat es zusammengeklebt mit Isoband, Digga. Der hat ja zugehört, Mann. Das ist auch Zuschauer meines Kanals vielleicht. Hi. Ich bin fast da. Kannst du auf mich zählen? Und, wie ist es? Zoyong. Aber was weiß ich? Du bist's. Hi. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin überrascht, dass du das erraten hast. Ja, Honig. Ich bin's. So jung. Tut mir leid. Diese Linie darfst du nicht überschreiten. Warum? Was? Ist da irgendwas falsch? Ich liebe dich immer noch so sehr. She approached you. That immature bitch trying to take my love? Wer redet das denn? Wer redet dieses orangene, Digga? Wer ist die orangene Voice? Ich weiß es nicht. Du bist so besessen. Oder ist sie das in irgendeiner verzerrten Stimme? Wahrscheinlich schon, oder? Boah, das ist manchmal schwierig zu distinguieren, so eine Games. Wenn du kein Gesicht irgendwie hast. Stalking ist eine Sache. Kameras in meinem Haus. Und physische Affektion forcieren. Meine Pläne. Oh Gott, es wird langsam widerlich. Bla 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 bla. Bedrohen, mich zu töten. Als ich gesagt habe, ich möchte mit dir Schluss machen. Und hast sogar Gerüchte über mich an der Uni verteilt. Dass er da nicht eher drauf gekommen ist. Meine Klassenkameradin oder meine Ex-Freundin, die mich hasst und kompletter Psychopath ist. Wie war das nochmal mit den Klassenkameraden? Ey, Digga, ich. Warte mal, die Zeit läuft auch nicht weiter. Ich hab's ja, ne? Okay. Because of, ja, sie hat irgendwie schlecht über ihn geredet und deswegen hat er Freunde verloren. Aber ist das jetzt nicht besser? Jetzt hattest du doch mehr Zeit für mich. Zur Hölle, was hast du gerade gesagt? Ich weiß nicht, warum das falsch ist. Ich liebe dich doch. Oh, Digga, ist das käsig. Oh nein, nein, das ist so cringe. Alter. Du bist nicht bei Verstand. Ich sollte dich rausgeschmissen haben. An dem Punkt, als du sagtest, dass du mich liebst. Was? Digga, Jungtür ist ein Badass, Alter. Solche schlimmen Wörter, mein Lieber. Wer spricht in diesem Ton zu seiner Freundin? Okay. Wer spricht so mit seiner Freundin? Das ist doch ihre... Das sind beide. Warte mal. Wer ist meine Freundin? Halt's Maul! Das war jetzt er wieder. Es kommt auf die Font ist so ähnlich. Diese Schriftart, meine ich. Deswegen ist es manchmal schwierig. Ich habe alles für dich getan. Aber Liebe ist so bedeutungslos. Danke. Was? Ich habe zuerst gezögert, aber dann mich entschieden. Heute an wirst du meine eigene Puppe sein. Ich werde deine Gedärmere. Ach, come on. Warum muss das immer so sein? Warum machen die das immer so? Oh, das hätte so schön sein können, dieses Spiel. Nein, Alter, das ist die übelste Seifenoper. Oh, aber ich glaube, so eine Games, die müssen irgendwie so sein. Du hast mich weggeworfen. Telefonanruf, das Spiel. Ah, du bist mehr als krank. Das ist es. Ich bin bald da. Bald da. Wirklich bald. Werd mein toter Liebhaber. Nur für mich. Komm nicht her. Oh, klopft es? Sanity minus 9? Wait, what? Eine Puppe? Gedärme rausreißen? Wie war das nochmal mit meinen Klassenkameraden? Was
sagt sie denn? Verrückt einfach. Verrückt. Ich muss eine Waffe finden, um mich zu verteidigen. Was? Ich sterbe wie eine Fliege, wenn das so weitergeht. Boah, Digga. Okay. Vielleicht finde ich da was drinne. Was kann ich denn haben? Oh, in der Küche, ein Messer. Okay, nichts da drinne. Was für eine Zeitverschwendung. Ach, dein Mundwerk, dein lausiges. Was ist denn da drinne? Graduation-Album mit dem Film. Ja, klar. Ein Graduation-Album sucht er noch. Natürlich. Kann ich das mal ausmachen hier? Gib mir auf den Sack. Ich suche die Spüle... Ah, ne, in dem Schrank da drunter, ne? Du wirst doch wohl ein Messer haben. Warum ist da kein Kochmesser? Ja. Oh, Sedative. Du hast kein Essen, aber Beruhigungsmittel? Okay, mein Freund. Da ist nichts drin. Wie kann ich denn das nehmen nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Zeit, das herauszufinden. Okay, Badezimmer? In der Toilette, Alter. Okay. Was aber da Schönes drin? Aber da ist ein Ziegel! Was ist ein Ziegel in der Spülung? What the fuck? Ist schwer genug, um deinen Zweck zu erfüllen. Ich hab nichts Besseres. Ich nehme das. What? Wir lernen. Ziegel werden in der Spülung gestort. Okay, ist nicht mehr viel über. Get in the room, lock the door. Was ist das? Was denn für ein Raum? Es wird viel Geräusch geben. Irgendwer wird die Polizei verständigen. Ich muss mich nur verteidigen, bis die Polizei kommt. Wo ist der Schlüssel? What? Ein Key in the Sink. Ey, das ist an so weirden Orten. Ich kann's nicht mal sagen. Okay. Ein Key in dem... Vielleicht verstopft das den Abfluss. Ich habe keinen Plan. Nein. Mein Problem ist nicht die Sanity, mein Problem ist gerade ein bisschen die Zeit. Nein. Komm, hör auf. Key, komm. Komm, let's go. Oh, no. Im Bett. Das könnte sein. Komm, das könnte sein. Nein. Oh! Sedative. Ja, ist okay. Ich habe nur noch eine Minute. Key in the bookshelf. Aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht oben in der Wäsche. Oh Gott, es wird roter. No key! Shit. Komm, such! No key! Sedative! What the f... Der hat sie alle, Alter. Okay, ich weiß nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt nicht drin. Das wäre der letzte Ort, wo ich suche. There was no key. Nein. Oh, die kommt! Im Fridge? Im Kühlschrank? Ich weiß, ich habe nur 10 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wo der verstammte Key ist. Nein! Ach cool, Sedative. In der Spüle. Die kommt. Es ist null. Stunde null. Null! Jungtura, saranghae. Was? Okay. Okay, Spiel. Alles klar. Wie dumm, Alter. Boah, ich will nicht nochmal den ganzen Schissel durch. Warte mal, wir haben doch gespeichert. Ah, 22 Minuten drin. Oh mein Gott. Okay, ich guck mal. Ich such... ja. Oh, da ist der Schlüssel drinne. Ich habe vergessen, ihn rauszunehmen, nachdem ich hier eingezogen bin. Alles klar. Ich kann eine einzige Tür damit verschließen. Wait, irgendeine Tür? Aber nachdem ich eine Tür blockiert habe, dann kann ich nur noch warten, bis sie kommt. Lass mich eine Tür auswählen. Kann ich hier irgendwo rein, sag mal? Kann ich wirklich irgend... Was war das denn gerade? Ich kann wirklich irgendeine nehmen. Boah, Digga, I don't know. Könnte man sich halt irgendwo
verstecken? Sollte ich ins Badezimmer? Warte mal. Keine Ahnung. Und jetzt? Und jetzt warten. Und jetzt warten. Ja, ja, ist okay. Uah! Okay, das war schnell. Doch nicht warten. Versteck dich nicht, Jungchul. Versteck dich nicht. Komm raus. Die Tür. Bitte, bitte halte Stand. Was für ein Ziegel, Alter. Versteck dich doch irgendwo da, dahinter beim Lichtschalter, Alter. Klopp mir das vom Kopf. Komm raus. Oh. Die, you Monster. Da hat sie umgenockt, Junge. Seong slipped from the slippery bathroom floor. Sie ist ausgerutscht. Und Yongchul hat seine Chance ergriffen. Smashed her with a brick. Oh Gott. What? Der Mordfall wurde als Selbstverteidigung abgetan. Digga. What? Ah, das hielt vor Gericht nicht stand. 4 Jahre im Knast. Der konnte keinen Job mehr kriegen. Ending 4? Es gibt 4 Enden? Ach, sterben ist gar kein Ende. What? Digga, es gibt noch 3 andere Enden. Was? Das ist ja heftig. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich will auch nicht jedes Mal nochmal 10 Minuten durch diesen ganzen Wall of Text gehen, to be honest. Ich habe das jetzt einmal gemacht, aber geil, cool. Also das ist dass es verschiedene Wege gibt, es zu lösen, ist sehr interessant. Vielleicht gucke ich nochmal rein. Aber heute nicht. Wir lassen es auf sich beruhen. Es war sehr, sehr käsig. Aber in Ordnung, passt schon. Ich hatte Fun. Es war witzig. Das war schon schön. Sounddesign und so, alles sehr cool. Boah, hier meine Errungenschaften rasten da unten gerade mega aus, Alter. Was ist denn los? Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Bis zum nächsten Mal.